So Leute, willkommen zum Ankündigungs- oder auch Regelvideo der neuen Nuzlocke-Variante, des neuen Challenge-Videos, wie auch immer, der neuen Projektreihe. Ich habe es ja letzten Montag bereits geteasert in dem kleinen Intermezzo. Ich möchte ein Projekt gemeinsam auf die Beine stellen mit dem guten Jesse666 aka Jan. Für die Leute, die jetzt gerade auf deinem Kanal sind, ist das total weird, weil die Leute denken sich, wer labert da? Und warum stellt er Jan vor auf seinem eigenen Kanal? Echt mal. Die Leute kennen dich doch auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe doch. Ihr kennt den Jan, ne? Ist ja kein seltener Gast bei mir. Ja. Hat mich begleitet seit ewig, seit YouTube und noch lange davor. Und andersrum, der Sushomaru, der Christian, den kennt ihr hoffentlich auch alle. Yay! Und ja, wir dachten uns einfach mal, hey, ist es diese neue, ist die neu? Ich glaube, die ist schon etwas älter, aber hat noch nicht so viele Leute gemacht. Genau, also für uns ist, also für mich war sie auf jeden Fall neu, als sie mir gezeigt wurde. Und zwar wagen wir uns an der Pokémon Soul Link Challenge, was, wie bereits gesagt, eine weitere Nuzlocke-Variante ist. Und Leute, es ist etwas ganz Neues, also ganz Neues, was ist ganz anderes, was wir bisher je gemacht haben. Weder Jan noch ich haben sowas jemals zuvor gemacht und wir sind beide so ultra gehypt. Von wem ist die nochmal gekommen, die Challenge? Also ich glaube, ursprünglich war sie von einem YouTuber namens MudPlays, aber so richtig bekannt haben sie dann Shady Penguin und The King Nappy gemacht. Weil ich glaube, Genau. Die haben, glaube ich, zu jeder Gen eine gemacht, gefühlt. Boah, krass. Auf jeden Fall, ja, was ist eine Souling Challenge? Wie gesagt, eine Nuzlocke-Variante. Und ja, am besten erklären wir euch das, indem wir jetzt nach und nach die Regeln durchgehen, wie ihr das schon kennt bei den Nuzlocke-Challenges. Und seid gespannt, Leute, es wird mega episch. Also, ja. Oh mein Gott. Fangen wir an. Regel Nummer 1. In jedem neuen Gebiet oder auf jeder neuen Route darf nur das erste Pokémon gefangen werden. Übliche Nuzlocke-Regel. Dieses ist dann aber mit dem entsprechenden Pokémon des Partners verbunden. Das ist dann sein Seelenpartner. Sprich, fangen wir mit den Startern an. Christian wählt seinen, ich wähle meinen. Die beiden sind nun Seelenpartner. Genau. Was Seelenpartner genau sind, das werdet ihr im Laufe dieses Regelvideos noch erfahren. Kommen wir erstmal zur Regel 2. Sollte kein Pokémon zum Verbinden zur Verfügung stehen, muss das Pokémon bis dahin auf der Box warten. Beispiel, die Starter sind erstmal miteinander verknüpft, weil man kann es nicht verkacken, seinen Starter zu kriegen. Da muss man schon echt hart failen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ich verschaff's einfach nicht. Aber dann nehmen wir als Beispiel, die erste Route kommt, nachdem wir Bälle haben übrigens, ganz kurz. Die Challenge beginnt natürlich erst, sobald wir Bälle haben. Jo. Ganz wichtig. Aber das ist ja normal, kennt ihr, ne? Also wir beide kommen auf die erste Route, Jan fängt sein Pokémon, ich verkack's, weil ich's, keine Ahnung, ich drück aus Versehen auf Flucht oder hau zu stark zu. Das heißt also, Jan muss sein Pokémon erstmal auf die Box legen, bis ich quasi auf Route 2 dann mein Pokémon fange, hoffentlich, wenn ich nicht wieder versau und so weiter und so fort. Wenn ich dann quasi mein zweites Pokémon gefangen habe, dann da muss er das wieder, das erste, was er aber auch gefangen hat, wieder reinnehmen. Weil Beispiel, er könnte sich jetzt schon sein ganzes Team voll fangen, die müssten aber erst alle auf der Box verschimmeln, wenn ich halt bis dahin echt down versauen würde. Genau, weil es geht ja quasi, das Pokémon, was ich zuerst gefangen habe, ist ja quasi der Partner für das, was du als nächstes fängst. Genau, das heißt also, wenn es, auch wenn es auf der Box ist, die Reihenfolge, in der er sie gefangen hat, bleibt trotzdem quasi erhalten. Ja, erst wenn wir halt ein volles Team haben und dann mal auswechseln müssten, dann können wir ja frei wählen. Richtig. So, Regel Nummer 3. Seelenpartner dürfen nur zusammen mit PC-Pokémon ausgetauscht werden. Sprich, wir können unsere Pokémon auf die Box legen und dafür was anderes nehmen. Aber nur, wenn der Partner es auch macht mit dem entsprechenden Pokémon. Sprich, wenn Christian jetzt... Also wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Starter kurz weglegen möchte und Christian sagt, nö, ich will nicht, dann darf ich auch nicht. Genau, und umgekehrt halt entsprechend auch. Es wird auf jeden Fall die Leute freuen, die ein bisschen Abwechslung immer in den Teams sehen wollen. Bei dieser Nuzlocke ist es möglich. So, Regel 4. Besiegte Pokémon gelten als verstorben und müssen freigelassen werden. Dies gilt auch für ihren Seelenpartner, das ist die Besonderheit. Ist der Seelenpartner noch im Kampf, verstirbt dieser erst, wenn er seinen Kampf beendet hat. Ja, das heißt mit anderen Worten, stellt euch vor, folgende Situation einfach, das habe ich eben schon zu Jan gesagt, und das könnte durchaus passieren. Nehmen wir an, wir stehen vor der vierten Arena und ich sage so, boah, ich habe hier mein... Vierte ist Pflanze, kann das sein? Habe ich richtig im Kopf? Vierte ist Wasser. Wasser, okay. Sagen wir mal, wir stehen vor der Wasserarena und ich hab jetzt keine Ahnung, was er hat. Ich erinnere mich an die Fiese einfach überhaupt gar nicht. Du hast was mit Sturmsog. Genau, ich habe auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall den perfekten Konter für diese Arena. Ich sag so, geil, das wird krass. Und genau kurz bevor ich den Kampf starte, sagt Jan, mir ist gerade der Seelenpartner gestorben. Das heißt, das kann alles wieder aufmischen, weil immer die beiden Pokémon, die verknüpft sind, wenn eines besiegt wird, muss
dass andere auch gehen. Wenn der Kampf beendet ist, dann meinen wir, also entweder wenn der Kampf gegen den Trainer oder das wilde Pokémon, wie auch immer, beispielsweise, wir kämpfen beide mit unseren Startern. Mein Starter stirbt und Jan kämpft gerade noch mit seinem Starter. Er darf dann mit dem Starter noch zu Ende kämpfen, weil das wäre so ein bisschen komisch, schwierig zu handhaben. Wenn er aber wechseln sollte in diesem Kampf, dann darf er den Starter nicht mehr einsetzen. Wirklich, wenn der Kampf von diesem spezifischen Pokémon beendet ist. Wird also ein Pokémon besiegt, was gerade quasi nicht im Kampf ist. Aber der Seelenpartner davon ist halt weg. Darf es auch nicht eingesetzt werden im Kampf. So, was wolltest du sagen? Ich darf halt aber, ich sag mal jetzt zum Beispiel mit dem Pokémon jetzt noch 3 weitere Pokémon umhauen, bis es dann quasi auch dann wirklich drauf geht, weil er ist ja noch mitten im Kampf. Genau. Es darf nur nicht, also wenn er, sobald er ausgewechselt wird oder der Kampf beendet ist, ist er auch weg. Ja. Brr. So. Die Regel Nummer 5 macht es ein kleines bisschen spannend, nämlich die Kampfart steht auf Folge. Das heißt, wir werden nach einem besiegten Pokémon nicht gefragt, möchtest du dein Pokémon wechseln? Genau. Nochmal direkt Regel Nummer 6. Jedes Pokémon hat einen Spitznamen. Wir haben uns auch diesmal wieder ein Naming-Theme ausgedacht. Wir haben schon überlegt, was nehmen wir denn da? Wir hatten schon alles Mögliche. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ganz simpel. Die Wahl erfolgt nach den Lieblingscharakteren diverser Medien des jeweils anderen. Damit meinen wir, also wir haben uns gegenseitig Listen zugeschickt mit Charakteren, die wir cool finden. Aus Videospielen, aus Anime oder Manga oder aus Filmen oder TV-Serien. Also irgendwelche diversen Charaktere. Jan benennt seine danach nach meinen Lieblingscharakteren und ich benenne meine Pokémon nach seinen Lieblingscharakteren. Ja. Auch wenn ich vielleicht zwischendurch mal fragen müsste, passt dieser Name zu dem und dem? Ja, dito. Ja. Regel Nummer 7. Palkia wird besiegt und nicht gefangen. Palkia ist, glaube ich, so ziemlich das einzige stationäre legendäre Pokémon, was wir antreffen werden. Jetzt ja, mal ganz das, kurz, ja? Bevor du weiterredest, müssen wir jetzt erstmal, wir haben noch einen ganz wichtigen Fakt noch gar nicht ernannt, aber der kommt jetzt, den musst du gleich noch erklären, jetzt beim nächsten Satz. Ja, genau, also es wird besiegt, weil es das einzige stationäre legendäre Pokémon, man könnte auch das Seetrio noch mit reinnehmen, weil ich meine, sonst kriegt man keine anderen legendären Pokémon vor der Liga, aber boah. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auch die Seetrios aufsuchen werden. Vor allem nicht das, was frei herumläuft. Nee. Von daher, Palkia, müssen wir im Laufe der Story treffen, werden wir umhauen und wird nicht gefangen. Aber zufällige wilde legendäre Pokémon, die uns über die, ja, vor die Nase laufen, können wir aber fangen. Was es aber damit auf sich hat, kommt gleich noch. Richtig. So, dann haben wir Regel Nummer 8. Die Challenge ist geschafft, wenn der Champ von beiden besiegt wird. Die Challenge gilt als verloren, wenn das komplette Team eines Spielers besiegt wurde. Man keine Pokémon mehr zum Kämpfen hat. Also, naja, wenn einer besiegt, ist der andere logischerweise auch down, dank Soul Link. Oder ich sag mal, oder wenn einer vom Level, von der Level Cap, die auch nachher noch kommt, zu hoch ist und dementsprechend nicht kämpfen darf, darf man ja auch, ist quasi auch dann, ich sag mal, ein verlorenes Pokémon. Ja. Und, man darf nicht mehr als 3 Heil-Items pro Kampf verwenden. Warum diesmal 3, erklären wir gleich. Denn jetzt kommen wir erstmal. Wir haben doch übrigens auch gar nicht gesagt, dass wir Pokémon Perl spielen. Man erkennt es vielleicht am Thumbnail und daran, dass ich gerade irgendwie von der Wasserrenne gesprochen habe und er von Palkia. Ja, wir spielen Pokémon Perl, Leute. Entschuldigung. Es geht nach Sinnoh, nach so unendlich vielen Jahren mal ganz wieder. Ganz langsam nach Sinnoh. Okay, so, jetzt kommen wir zu den Clauses, noch ein paar Besonderheiten. Genau. Fangen wir mit der ersten an. Die Randomizer Clause. Sprich, also eine normale Soling Challenge mit den normalen Pokémon wäre jetzt vielleicht ein bisschen langweilig gewesen, weil. Gut, auf der ersten Route könnte wahrscheinlich jeder genau ein Pokémon fangen, weil. Ja, so viel wäre ja nicht an Auswahl. Deswegen haben wir es so gemacht. Zuallererst erstmal, unsere Starter sind komplett zufällig, aber die sind so geregelt, dass sie sich noch zweimal entwickeln können. Sprich, wir kriegen jetzt keinen Meter groß direkt, sondern erst einen Tarnhell, wenn dann. Und alle wilden Pokémon sind zufällig, aber mit ähnlicher Stärke. Uns wird auf der ersten Route kein legendäres Pokémon über die Füße laufen, weil ich glaube kaum, dass irgendein legendäres Pokémon ähnliche Stats wie ein Bidiza hat. Außerdem entwickeln sich Pokémon, die sich per Tausch entwickeln würden, auf Level 37, sprich Machoke, Alpollo, Kadabra und Georock. Sind, glaube ich, sogar genau die einzigen, die sich nur durch Tausch entwickeln. Brokkolos auch noch und so, aber. Ah, die sind erst schon später. Aber die gibt es ja noch gar nicht, stimmt, hast recht. Ja. Und Pokémon, die ein Item zur Entwicklung benötigen, also aber auch durch Tausch, ist aber sowas wie Zwirfinst. Die würden sich dann einfach entwickeln, wenn man das Item trägt und sie ein Level abbekommen. Genau. Da
Dann haben wir die Dupes Claws. Pokémon, die bereits gefangen wurden, zählen nicht als Routen-Pokémon. Kennt ihr auch schon von mir oder von Jan auch? Weißt du, hast du die Dupes Claws? Ja, habe ich auch immer drin. Okay. Dies gilt für die gesamte Evolutionsreihe und sowohl für sich selbst als auch für die Partner-Pokémon. Pokémon des Partners, das steht da. Das heißt, in anderen Worten, wenn Jan einen Bidiza hat und ich einen Bidiza sehe, muss ich es Gott sei Dank nicht fangen. Wobei ich mit einem schon Bidiza habe, das ist ja der Spottelkönig, ne? Ja. Also dann, aber man hat maximal 3 neue Versuche. Das heißt, wenn Jan dieses Bidiza hat und ich sehe zufällig, wie auch immer das bei einem, also das wäre schon echt hart, wenn das bei einem Randomizer passiert, dann. Und ich würde 3 weitere Bidiza sehen, dann könnte ich zwar sagen, nee, ich fange es nicht, aber dann hätte ich auch keine weitere Chance. Es ist aber, ne, es ist kein Muss. Ich kann, also ich darf es fangen. Wenn ich Bock habe, dann kann ich sagen, ja, du hast ein Bidiza, ist mir egal. Ich will jetzt auch ein Bidiza, ja, geil. Und so weiter. Das ist also kein Zwang, dass man es nicht nehmen muss. Man kann sich selbst dazu entscheiden. Dann haben wir die Bidiza Bros. Genau, die Bidi Bros. So, die nächste. Es ist Level Limit. Das Level des stärksten Pokémon des nächsten Arena-Leiters darf mit keinem Pokémon-Team überschritten werden. Sollte dies dann noch passieren, darf das Pokémon und sein Seelenpartner so lange nicht mehr kämpfen, bis das Level-Limit angehoben wird. Nach der 8. Arena liegt das dann bei Level 66. Das ist nämlich das Level des stärksten Pokémon des Champs. Ja. Ziemlich selbsterklärend. Wenn wir übers Level-Limit kommen, hat das Pokémon erstmal Pause. Und sein Partner direkt dazu. Genau. Das ist das Krasse, dass der Partner auch nicht kämpfen darf. Ich bin so mega aufgeregt, Leute. Ich kann es nur mal sagen. Dann haben wir die Items Clause. Genau, jetzt kommen wir nämlich dazu, was ich eben schon angesprochen habe. Im Kampf dürfen maximal 3 Heil-Items eingesetzt werden. Items, die von Pokémon getragen werden, zählen nicht unter diese Clause. Und Pokebälle jeder Art dürfen jederzeit verwendet werden. So, jetzt, wieso 3? So nach dem Motto, dann, bevor jetzt Leute kommen, das ist ja noch leichter als Omega Rubin. Erstens, wir spielen Sinnoh. Und wenn ich mich recht entsinne, Das war nicht mal Absicht jetzt. Wenn ich mich recht entsinne, so, dann ist die 4. Gen die schwierigste, rein vom Durchspielen her. Zweitens ist es randomized, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und drittens, Jan hätte mich sonst umgebracht. Ja, genau, das ist die wichtigste von allen. Ich mache nicht mit nur einem Heil-Item. Genau, und außerdem, man sehe die Duolog von Regi und mir, wir hatten auch 3 Heil-Items bei Weiß. Und was ist passiert? Richtig, wir haben es nicht geschafft. Weil du halt so viel verwandelt hast. Was? Nee, ich weiß viel verwandelt, aber wir sind einfach verreckt. Unser Team wurde besiegt. Ah, okay. So, dann die Shiny Claws. Ist auch eigentlich fast immer mit drin. Shinies dürfen immer gefangen werden. Die Besonderheit hier, sie dürfen sogar mit einem Seelenpartner ausgetauscht werden, einmalig. Sprich, wenn ich jetzt meinen Starter habe und einen Shiny finde, darf ich dann quasi als Seelenpartner für Christians Starter das Shiny-Pokémon einsetzen. Man kann es quasi, ich sag mal, so sehen, dass die Shinies einfach überaus gute Freunde sind, die mit allen zurechtkommen und deswegen Instant-Seelenpartner mit jedem Pokémon werden können. Die Allround-Bros quasi. Genau. Oder Sis. Oder Sis. Da haben wir auch die Present-Claws. Ich habe gar nicht gesehen, dass du sie so genannt hast. Sehr schön. Geschenkte Pokémon dürfen behalten werden, es darf außerdem ein Fossil nach Wahl und Verfügbarkeit wiederbelebt werden. Ja, kennt ihr, also wenn ein Pokémon geschenkt wird, darf es behalten werden. Wenn noch Platz im Team ist, dann gilt das quasi als normal als Routen-Pokémon, ansonsten kommt es ganz normal auf die Box. Ich glaube, übrigens, es ist auch nur das Riolu und irgendwas in Herzhofen, was man als Ei geschenkt bekommt. So was, aber was ich nur ganz kurz sagen möchte, wenn wir beide ein volles Team haben und dann Pokémon fangen oder wenn wir Pokémon austauschen wollen, dann zählt nicht, was wir am Anfang erklärt haben, mit dem, falls kein Partner-Pokémon verfügbar ist, ne? Also da dürfen wir schon frei wählen, müssen wir nicht diese Reihenfolge abgehen, so ist nicht, ne? Jo. Okay, Leute, das heißt, nochmal zusammengefasst, wir spielen nach diesen Regeln eine Pokémon-Perl. So viele Leute von euch, also ich weiß es jedenfalls von meiner Community, haben sich gewünscht, dass ich endlich mal wieder in die 4. Gen gehe, nach Sinnoh. Und ich bin super aufgeregt, weil... Ach genau, zur Itemclause nochmal. Ich habe Sinnoh super wenig im Kopf, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was uns da erwarten wird. Und ihr kennt mich, ich informiere mich vorher nicht über die gegnerischen Teams. Das heißt, Das wäre ja auch langweilig. Ich habe mir nur rausgeschrieben, was die Level-Caps sind vor jeweiligen Arena. Aber was die Pokémon sind, habe ich mittlerweile schon längst wieder vergessen, so vor den Arena-Leitern. Ja, ich weiß auch, welche Typen es sind, aber... Ganz wichtig, ich weiß, ob wir das vorher erwähnt haben. Es sind nur die wilden Pokémon und unsere Pokémon randomized. Alle Trainer haben ganz normal ihre ganz normalen Pokémon. Genau, stimmt. Alle wild, also für den Spielverlauf ändert sich das an der Stelle nicht, was die Gegner angeht, aber wir können halt alles Mögliche kriegen. Das heißt, wenn wir Pech haben, nur mal als Beispiel, könnte passieren, dass wir als Starter Hornlio, Raupi und Wumpel kriegen. Nicht, dass es schlechte Pokémon werden, aber als Starter ein bisschen unpraktisch. Man siehe, was bei Wumpel bei dir rauskam. Ja gut, aber wenn du nichts anderes hast, mit dem du switchen kannst, ne?
Ja. Am Anfang, wie gesagt, am Anfang wird es schwierig. Aber so, Leute, langes, langes Regelvideo. Ich bin, wie gesagt, ultra gehypt, diese neue Challenge endlich mal auszuprobieren. Dann geht's auch noch wieder nach Sinnoh. Es wird mega fordernd, glaube ich, und holy moly, ich bin super aufgeregt. Ich bin gespannt, wie das wird. Mal gucken, wo wir verkacken. Genau. Und das heißt, mit anderen Worten, Leute, morgen geht es los auf unser beider Kanäle. Normalerweise ist das so, dass die Soul-Link-Challenge-Videos, dass beide Gameplay-Videos in einem Video sind. Jetzt habe ich so auf Video gesagt. Das wollen wir nicht machen. Einfach aus Aufwandsgründen, damit wir das auch regelmäßig bringen können. Mhm. Also, dass wir die ganze Zeit zuschicken müssen und das wäre schwierig. Deswegen laden wir beide die Videos hoch. Bei mir seht ihr meine Seite. Und bei aber mir beide seht ihr Teams. Meine. Genau. Ja. Aber in beiden Videos sind beide Teams immer mit drin verlinkt. Das heißt also, wenn ihr Jans Seite sehen wollt, schaut bei Jan vorbei, Link in der Beschreibung. Oder ihr seid schon bei Jan. Und dann, wenn ihr es bei mir sehen wollt, schaut bei mir vorbei, Link in der Beschreibung. Oder ihr seid ja schon hier. Oder ihr macht im Idealfall einfach beide Videos gleichzeitig an, macht bei einem den Ton aus und dann guckt ihr beide direkt nebeneinander. Genau. Das ist wahrscheinlich sogar die einfachste Variante. Wahrscheinlich. Und wir kommentieren natürlich auch zusammen. Logischerweise, das ist ein Together, ne? Also wir spielen ja. Das nicht nur für uns und mailen den anderen dann zu, ey, ihr Ding ist tot. Einfach so per WhatsApp. Hey, dein Pokémon ist tot. Hör auf, was anzusetzen. Genau das. Morgen, Leute, geht's los. Morgen um 18.30 Uhr jeden Tag die Pokémon Perl Randomizer Soul Link Challenge. Boah, ich muss mir echt einen Titel ausdenken, der vielleicht nicht so mega lang ist dann. Das ist echt ein langer Name, ja. Am Ende sagt dann YouTube, nein, dein Titel für den Part ist zu lang. Der Rest davor ist schon zu lang. Apropos zu lang. Dieses Regelvideo ist auch schon viel zu lang. Ja. Wir sollten das beenden. Leute, bis morgen. Ciao. Tschüss.